Hallo Leute, ich bin die Aurena Gate-Fohler. Ich möchte heute mal drüber reden, was ist denn eigentlich Erdung und wie könnt ihr euch euren Körper erden? Und auch wenn ihr Prüfungen habt oder wenn ihr ein Kind habt und es hat viel zu lernen oder so, dann möchte ich euch ein paar Übungen zeigen. Das allererste ist, was ich heute mache. Ich fange mit einer Klangschale an. Die Klangschale hier ist aus Nepal, die habe ich gestern besorgt. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, nicht so. Da ist ein Ganesha da drin. Nee, sieht man leider nicht. Ist nicht so schlimm. Wir fangen jetzt mal mit der ersten Übung an. Das Allerwichtigste ist, dass ihr bitte aufsteht. Immer genug Wasser trinken. Wir bestehen aus Wasser, das ist ganz wichtig. Wasser ist ganz wichtig, dass ihr aufnahmefähig seid, dass ihr alte Informationen aus dem Körper ausleiten könnt, dass neue Informationen gut aufgenommen werden. Und wichtig ist, dass ihr Wasser trinkt, das gesund ist, das lebendig ist. Ja? Also Quellwasser, Bergwasser oder ihr tut Kristalle rein, ja? Oder stellt es auch mal ans Sonnenlicht, solche Sachen. So, jetzt hoffe ich, dass ihr mich seht. Und zwar, also die erste Übung ist, ihr bitte steht, atmet tief in euch hinein. Okay, ich stelle mich jetzt erstmal nochmal hin. Atmet tief ein und aus. Durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Dreimal, ganz wichtig. Dann macht eure Augen zu, fühlt euch. Fühlt ihr euch überhaupt im Körper? Wo fühlt ihr euch? Seid ihr neben euch, hinter euch, nur im Kopf, nur in den Füßen? Was spürt ihr am meisten in eurem Körper? Das ist ganz wichtig. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt sagt ihr bitte, und immer dreimal, wir haben den Körper, den Geist und die Seele. Und wir arbeiten immer auf allen Ebenen. Ganz wichtig. Und zwar sagt ihr, ich danke dir, meine liebe Seele, dass du jetzt so zu 100% in meinen Körper kommst. Ich danke dir, meine liebe Seele, dass du jetzt zu 100% in meinen Körper kommst. Ich danke dir, liebe Seele, dass du jetzt 100% in meinen Körper kommst. Und ihr könnt euch das vorstellen, dass ihr der Körper seid. Die Seele ist ein goldenes, weißes, kristallines Licht. Und es kommt, ist zu 100% mit euch in eurem Körper verbunden. Und das hilft euch auch, dass nicht irgendwelche Fremdenergien oder so in euren Körper kommen, sondern dass ihr 100% in eurem Körper seid. Dann kann euer Körper nämlich mit den Befehlen, was der Kopf steuert, umsetzen. Das ist ganz wichtig, ja? Dann sagt ihr, ich danke dir, meine liebe Seele, du bist zu 100% in meinem Körper. Ich bin Körper, Geist und Seele. Danke jetzt. So, und dann macht ihr die Augen nochmal zu und spürt, wie fühlst du dich? Bist du jetzt, fühlst du dich anders an? Dann kannst du es nochmal machen, wenn es nicht so ist. Dann trinkst du nochmal Wasser, öffnest die Fenster, frische Luft. Wir brauchen Sauerstoff. Dann kannst du nämlich den Unterschied fühlen. Und dann gibt es nämlich noch eine Übung, die ist auch ganz gut. Und zwar, wenn ihr super viel Stress habt, ihr nehmt die Arme, überkreuzt sie. Ja? Dann legt ihr das Kinn auf eure Hände, macht die Augen zu, atmet ganz ruhig, macht es mindestens 30 Sekunden und dann werdet ihr merken, dass ihr ganz ruhig werdet. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr Lampenfieber habt, wenn ihr nervös seid, wenn ihr gestresst seid, dann bringt ihr euch so wieder sozusagen in die Ruhe geerdet. Ja? Und warum? Wir haben die linke Seite und wir haben die rechte Seite vom Gehirn. Wenn wir gestresst sind, schaltet eine ab, dann können wir nicht mehr richtig sehen, wir können nicht mehr richtig sprechen und wir können auch nichts mehr aufnehmen. Und diese Übung eben, die hilft, die beiden Gehirnhälften zu verbinden und dann in die Ruhe zu bringen, ja? Weil wir hier Meridiane und Chakren und Akupressurpunkte haben, die dann ganz oft blockiert sind. Das sind die Energiebahnen, die dann blockiert sind, warum wir nicht mehr dann funktionieren können. Wobei ihr ja nicht funktionieren sollt, aber ihr wollt richtig agieren können und dass die Befehle und das, was ihr ausführen wollt, in Harmonie ist. So, jetzt geht die zweite Übung und zwar, da stelle ich mich jetzt hin. Ihr nehmt bitte den rechten Arm, den rechten Ellenbogen und das linke Knie und bringt es zusammen. Dann den linken Arm, den linken Ellenbogen und das rechte Knie und bringt es zusammen.
Und das macht ihr dann. Könnt ihr so durch die Gegend laufen oder an einer Stelle stehen bleiben. Das könnt ihr mit eurem Kind zusammen machen. Das ist eine ganz lustige Übung vor den Hausaufgaben oder bevor es in die Schule geht. Nächste Runde. Und wenn ihr merkt, dass das irgendwie gerade so nicht funktioniert und ihr so Koordinationsschwierigkeiten habt, dann wisst ihr sofort, boah, ihr habt Stress. Dann ist es umso besser, wenn ihr das macht. Nochmal Wasser trinken, schön atmen, lüften. Rechter Arm, rechtes Knie zusammenbringen. Linker Arm, linkes Knie zusammenbringen. Ja, macht ihr das? Ich stehe jetzt hier ein bisschen krumm, aber Hauptsache, ihr seht, was ich mache. Gell? Und dann könnt ihr das wieder überkreuzt machen. Und dann wieder wie so ein Zinnsoldat. Und dann merkt ihr nämlich, hey, euer System verbindet sich und harmonisiert sich. So, jetzt habe ich die letzte Übung. Ihr nehmt die Handfläche, die Rückenhandfläche. Der kleine Finger ist der Herzmeridian, der Ringfinger ist der dreifache Erwärmer und hier zwischendrin ist ein Punkt. Den klopft ihr bitte. Genau, den klopft ihr. Und jetzt folgt bitte mit den Augen meinem Finger. Nicht den Kopf bewegen, nur die Augen bewegen. Und immer von der Mitte nach oben anfangen. Also ihr fangt von der Mitte an, geht nach oben, folgt mit den Augen meinem Finger und dann macht ihr eine liegende Acht. Ja? Und immer mit den Augen mitgehen, ich gehe jetzt auch mal mit. Immer von der Mitte nach oben anfangen und dann eine liegende Acht in die Luft zeichnen und mit den Augen folgen. Beiden Augen. Dann summt ihr eine Melodie. Dann zählt ihr von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das Zählen aktiviert eine Gehirnhälfte und die Melodie die andere. Und durch die liegende 8 verbindet ihr das wieder. Bitte macht es, lasst mich wissen, wie es euch geholfen hat. Vor allem macht es mit euren Kindern, da würde ich mich ganz toll freuen. Bitte macht, stellt sicher, dass eure Kinder genug Wasser trinken zum Lernen. Und ja, also das ist eine ganz tolle Art und Weise, wie man sich erden kann, neben dem Spazierengehen und Sport machen und sich gesund ernähren. Die Erdung geschieht immer im Herzen, denn die Erdung, die Wurzeln sind im Herzen zu uns selbst. Ja, also zu unserer Seele, Körper, Geist und Seele. Okay, bis dann. Ciao.